Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tomb Raider. Okay, wir sind hier stehen geblieben. Der letzte Part war ein bisschen, ja, zahrend, glaube ich, für euch. Aber jetzt geht's ja munter weiter. So, hier rauf. Zack, zack. Und zack. Sehr gut. Da schaut euch die Aussicht an. Oh, ist das schön, ne? In was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? Mal ganz kurz da hinten. Sehr gut. Okay, okay. Das können wir wieder anzünden. Na, das habe ich sicher irgendwas übersehen. Das ist nämlich die zweite erst. Aber zurückgehen tun wir jetzt nicht. Nein, nein, zurückgehen tun wir jetzt nicht. So. Gut, wir müssen da runter. Schauen wir mal. Ah, da unten ist ein Lagerfeuer, schaut's da. Ja, gehen wir halt runter. Ah, schaut's da hinten. Zack, zack. Also 1873. 1873, wir drehen. Ah, gut. Gibt's nichts zum Erforschen hier. Was das da oben ist, würde mich interessieren. Das da, kann ich das runterziehen? Nein. Da kommt sicher irgendwas raus. Hundertprozentig. Oder kann ich da... Okay, wir setzen uns mal hin und gehen weiter. So, Erfahrungspunkte 891. Bist du deppert. Was wollte ich denn kaufen? Ich hab's vergessen. Irgendwas für das, glaube ich. Splittergranate, genau. Die Splittergranate war das. So, wie ist denn das eigentlich gegangen? Okay. Okay, wir machen gleich so. Zack, zack. Brauchen wir nicht so weit klettern. Und rauf. Perfekt. So, ganz ruhig. Das ist schon eine herrliche Aussicht. Da kann man nichts dagegen sagen. So, wir müssen einfach da runter. Okay. Waren wir da oben nicht schon? Aha. Ich weiß nicht, ob das jetzt da berücksichtigt war, aber ich habe auf Kreis gedrückt, also da lasst ihr sich ja fallen. Ihr zwei, bereitet die Fracht zum Transport vor, wenn ihr damit fertig seid. Okay, wir gehen vor. Alter, was ist er für einer? Aus dem Weg. Ich mach das. Jawohl. Weg, 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 weg. Ach, gescheißen. Scheiße. Okay, 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 okay. Wir greifen um. Weg, 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 weg. Nehmen. Alles ruhig. Ah, okay, wenn er die Deckung runternimmt, jetzt zum Beispiel, und jetzt können wir ihn.
Okay, das ist ziemlich episch. So, neue Waffe. Ah, okay. So, bitte looten. Bitte looten. Das geht nicht zum Looten. Alter Vater. Okay, da gibt's was. Gott lobe die Schrotflinte, wirklich. Nehmen wir uns auch mit. So, kann ich da irgendwo raufgehen? Scheint nicht so. Kann ich das aufbrechen da? Ah, das geht nicht. Okay. Okay, verstehe. Ansonsten gibt's da eh nichts. Oh. Dann gehen wir runter. So, ganz ruhig. Kommen wir da? Nein. Okay, wir nehmen uns eine Feuerwaffe. Nachgeladen ist sie. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Achso, sie steckt sie selber weg. Ah, okay, Katzin, viel Spaß. Okay. Es ist so viel passiert. Ah, es ist schon gut gemacht. Schaut euch das an, wenn ich mich drehe und das ist sogar im Spiegel. Ah, super, wirklich. Schnell, schnell, schnell. Bevor der da oben geht. Jetzt bin ich dran. Unglaublich. Unglaublich. Der vierte Pfeil jetzt schon. Der fünfte. Okay, den habe ich nicht getroffen. Unglaublich, ich sag's euch. Was die alles aushalten, das ist ja unglaublich. Okay, gehen wir runter. So, dann zurück. Wir nehmen wieder die Handfeuerwaffe. Es wird gespeichert, sehr gut. Das heißt, jetzt kommt gleich wieder Action wahrscheinlich. Okay. Ganz ruhig. Alex, bist du hier drin? Okay, der Alex ist hier drinnen anscheinend. Anstatt dass er auf mich gewartet hätte. So ein Trottel. Okay. Alex, bist du das? Lara, heilige Scheiße. Da hinten was ist er. Machst du hier? Da. Was ist los? Bist du okay? Ich sitze hier unten fest. Es sieht nicht gut aus. Die Tür ist blockiert. Aber mit dem Frachthaken kriege ich das hin. Halte durch, okay? Ich hol dich da raus. Okay. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ja. Ist schon okay. Okay, wir dürfen da nicht rangehen. Aber wir können da drauf schießen. Verdammt. Die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie da rauf, um sie freizukriegen. Okay, okay. Das da müssen wir irgendwie wegkriegen. Okay, da geht's rauf. Da, komm, spring. Hopp, hopp. Ach komm jetzt. Einmal, oh, Alter, einmal runter.
Warte jetzt mal, ich probiere noch einmal. Ja, es geht sogar. Ah, hier, okay. Ja, ich mach doch eh schon. Okay, das war zu weit. Nein, das will ich ja gar nicht. Ich will, dass du da stehen bleibst. Da will ich, dass du stehen bleibst. Wie geht denn das? Okay, warte jetzt mal. Wenn ich das... Ah, das könnte gehen. Probieren wir das mal. Boom, jetzt. Scheiß Rätseln, wirklich. Okay. Das war Nummer 1. Noch einmal. So. Jetzt tun wir da runterziehen. So, und jetzt schiebt man einfach ganz gerade runter. Dann sollte das so klappen, wie ich mir das vorstelle. Noch einmal. Jo, schaut gut aus. Und jetzt können wir einfach raufgehen. Jawohl, jetzt geht's. Wir fliegen gleich mit runter. Okay. So. Einmal. Und ich glaube, das reicht sogar. Alex! Und? Okay, und wieder zurück. Na, Alter, auf das musst du mal drauf kommen. Und zurück, komm, komm, komm. Reiß mal das Stück da raus, ey. So. Harry Potter Verschnitt, ich bin da. Viel Spaß bei der Cutscene. Du hast das Werkzeug. Wow, ich hab dich beeindruckt. Dann mal raus. Oh Gott. Oh, tut mir leid. Ja. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg mehr. Was machst du denn? Du bringst uns doch um. Ich komme hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Die anderen ziehen auf uns. Okay, okay. Schnell, schnell, schnell. Hinaufsteigen. Was? Halten. Ah, das können wir uns so ziehen lassen mit unserer neuen Maschine. Very nice, das geht. Guter Einfall, guter Einfall. Also ich habe das alles schon wieder vergessen, wirklich. Ja, Alex ist tot. Das hat mich irgendwie erinnert an Harry Potter, würde ich sagen. Es darf niemand mehr sterben. Okay, wohin müssen wir? Da nach hinten. Alles wieder retour, oder was? Kann ich da jetzt einfach wieder rüber, oder? Ah, hier können wir rauf, okay. Hier können wir rauf. Und hier. Das geht nicht. Ah. Achso, da, ich sehe. Doch, da müssen wir irgendwie raufgehen. Okay, und jetzt pass auf. Gut gemacht, wirklich. Gute Idee. Okay, okay. Das reicht. Vielen Dank. So. Darauf müssen wir. Urleibern. Und
darauf. Ah, so, das war das, wo ich mir gedacht habe, so, kann man das runterziehen oder was weiß ich was? Schaut's das an. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer... ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Ja, dich selber töten zum Beispiel. Ja. Okay, wir tun mal speichern hier. Passt schon. So. Und dafür ist das da. Ich habe mir vorgedacht. Was ist das? Wozu ist das da? Dafür ist das da. Beeindruckend, wirklich viele Cutscenes. Schaut euch das an, wieder so viele. Viel Spaß. Ein altes Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Okay. Unin. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Ja, die brauchen wir alle. So, da hinten geht was. Okay, okay, ganz ruhig. Da geht auch was. Okay, ich möchte aber da nach hinten. Das heißt, da durch und dann gleich die erste Tür rechts, wenn ich mich nicht irre. Da irgendwo. Da! Da. Und? Sehr gut. Nein? Jawohl. Danke. So, da war noch was da. Ja, genau. Nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende davon hergestellt. Okay. Wie heißt das? Tempo Chuho. Okay. Gibt's sonst noch was? Nein, das war's. Okay. Da hinten, Bergungsgut. Achso, das sind die Granaten. Um Gottes Willen. So, wir müssen wieder zurück. Sind hier fertig. Wir haben es geschafft. So, ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt noch halt den Weg zurück und dann machen wir Part Ende. Und wieder zurück hier. Wahnsinn. Okay. Was dann passiert, das werden wir dann im nächsten Part sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Session dabei. Vergesst das Like nicht, das Comment nicht und ja, wir hören uns und sehen uns. Tschüss, Baba, euer Herzfehler.